gar nicht danach aus, dass wir da lang könnten, oder? Ein kleiner Teil von mir findet Gefallen an dieser Sache. Als Kaiserin komme ich kaum noch dazu, meine Kampffähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich ziehe es vor, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich bin immer an der Front dabei. Unter den Sith ist das keine gute Idee. Erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, dass man hinterrücks gemeuchelt wird. Das war viel zu knapp. Die Blitzschläge können hier draußen tödlich sein. Wenn wir die Leitungstürme neu kalibrieren, ziehen sie die Energie des Sturms auf sich und wir sind sicher. Okay, dann machen wir das. Da müssen wir sowieso hin. Da und da, seht ihr das? Dann machen wir das. Ups. Was haben wir denn da Schönes? Ein paar... Kyo Haradan. Okay. So, an dem müssen wir sowieso ran. Guck mal, was wir ausrichten. Naja, ein bisschen bringt das ja was. So, warte, wo müssen wir denn das lang? Ich sehe das. Ah, da lang. Vermute ich aber mal. Für die Sith. Nee, ich dachte erst, man könnte über den Baum laufen, aber das kann ich. Ist das der Weg? Warte mal. Das ist der Weg. Tatsächlich hier lang. Ich weiß nicht, was ich seltsamer finden soll. Dass es die Geno-Haradan wirklich gibt oder dass sie uns jagen? Wir sollten uns geschmeichelt fühlen. Die Geno-Haradan nehmen nur Aufträge an, die ihnen als würdig erscheinen. Auf das Kompliment könnte ich gerne verzichten. Die Kanone gefällt mir. So, jetzt haben wir da zwei Goldies. Das macht doch ganz schön Schaden bei den Jungs. Finde ich gut. So. Da haben wir noch einen. Oder zwei. Hi, was machst du denn hier? Mal die Blitze auf sich, das ist schon mal gut. Den ersten haben wir schon mal. So, ich denke mal, wir müssen hier wieder rausgehen. Ja. Hier wieder raus und dann da, wo die lang müssen. Und dann da wo lang, nicht? Ja.
Hi. Hey. Für die Sith. Gut. Wir schauen noch mal ganz kurz eben. Wir müssen da lang. Da ist der nächste Turm. Hi, ihr kleinen Robbies. Nichts umkommen lassen, alles mitnehmen. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist das Talas nicht wert. Jetzt holen wir uns ihn da oben. Hi. So, da unten. Da oben ist noch einer. Komm mal, Sina. Für die Sith. Sehr schön. So, die Blitze sollten sich jetzt nichts mehr ausmachen. So. Suche die Ausrüstung im Geno-Haradan-Lager. Da müssen wir jetzt hin. Das ist jetzt da vorne, seht ihr das? Also hier zurück und dann da um die Ecke müssen wir. Kommen wir auch hier lang? Probieren wir es aber mal. Okay, das geht gar nicht. Das wäre tödlich. Aber wir kommen mit Sicherheit hier lang. Das klappt auf jeden Fall. So. Ich fürchte, der Sturm wird schlimmer. Gut, so verbirgt er uns auf dem Weg zum Geno-Haradan-Lager. Ich sehe schon, warum euch eure Allianz folgt. Wo andere Probleme sehen, erkennt ihr Möglichkeiten. So ist es. So. Erstmal dich da weg. Hi. Oh, das war schon mal gut. Steht da jemand drin? Den nehmen wir uns dieses vor. Sehr fein. Sanitätsdroide. So.
Das kann auch weg. Das könnte auch eigentlich. Ja, weg damit. Brauchen wir nicht. Oh, wer kommt denn da? Geht doch. Das machen wir gleich. Ich will erstmal hier die ganzen Gegner aus dem Weg räumen. Verneigt euch vor mir. So. Zwei haben wir noch. So, was haben wir denn jetzt Schönes hier? Statusbericht. Irgendwelche Hinweise auf die Ziele? Bis jetzt kein Sichtkontakt. Es ist schwer, sie in dem Sturm zu finden. Der Regen hat die Spuren verwischt. Sucht weiter. Findet sie, bevor sie uns finden. Wir haben euch schon gefunden. Was ist das Schönes? Wahrscheinlich dasselbe nochmal, ne? Ja, Gegenstand habe ich bereits. Okay. Ich habe herausgefunden, warum der Gregg-Trupp sich nicht gemeldet hat. Blitzschlag. Überlebende? Keine. Sie wurden alle gegrillt. Bergt, was ihr könnt. Und dann weiter. Einen haben wir noch. Wir haben bei der Absturzstelle Leichen gefunden. Asina und der Allianzkommandant? Nein. Unsere Leute. Das heißt, die Ziele sind immer noch da draußen. Findet sie. Okay. Eine Fähre wäre ja auch zu schön gewesen. Ich habe etwas gefunden. Ein Absturz der Fähre reicht mir nicht. Ich will die Leichen sehen. Keine Leichen, kein Bonus. Kanzlerin Saresch, diese republikanische Schlange. Saresch ist nicht mehr die Anführerin der Republik. Stimmt. Aber der Geheimdienst geht davon aus, dass sie immer noch über erhebliche Macht verfügt. Oh oh. In den Tempel! Ich bin sicher, es gibt noch einen anderen Weg hinaus. Sieht aus, als hätten wir etwas Erkundungsarbeit vor uns. Geht voraus, Commander. Laut Berichten von Drum und Kars ist der Fremdling tot? Nein. Vaters Geist spukt hier immer noch rum. Sein kleines Schoßhündchen lebt. Die Wahrheit ist irrelevant. Die Gerüchte haben die Allianz ins Chaos gestürzt. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um anzugreifen. Odessen wird zu stark verteidigt. Das ändert sich nicht, nur weil ihr kostbarer Fremdling verschwunden ist. Odessen ist nicht das Ziel. Aha, sondern...
Okay, Athena. Dann gucken wir uns hier weiter mal in den Tempel rum, dass wir hier wieder rauskommen. Oh, die schießen immer noch auf den Tempel. Ich höre wispernde Geräusche. Das ist nicht gut. Das geplünderte Grab eines weiteren Sith-Lords. Einst dachte ich, dass in diesen alten Tempeln das Geheimnis der Unsterblichkeit zu finden wäre. Ich habe mich geirrt. Ihr scheint einen Weg entdeckt zu haben. Der Körper ist nur eine Hülle, ein Gefäß für den Geist. Der Sith-Imperator war mein erstes Gesicht. Aber es war nur eins von vielen, die ich trug. Und was ist mit dem Gesicht, das ihr jetzt tragt? Ich habe Valkorion vor Jahrhunderten gefunden. Er war ein großer Krieger, ein Streiter des alten Sakuns. Es war nur logisch, dass ich ihn wählte und als mein Gefäß aushöhlte. Ich habe Potenzial in der primitiven Welt gesehen. Also habe ich sie zur Perfektion geformt. Ihr sprecht von Sakul, als ob es euer Lieblingskind wäre. Das ewige Imperium verdient es mehr als alle meine Kinder zusammen. Wenn ihr den Thron besteigt, werdet ihr es verstehen. Wir müssen weiter in die Tiefe, wenn wir einen anderen Weg zur Oberfläche finden wollen. Bevan, momentan ist ein schlechter Zeitpunkt. Das hier kann nicht warten. Saresh hat gerade eine Nachricht geschickt. Sie kommt hierher, nach Odessen. Dann hat sie wohl doch nicht darauf gewartet, dass wir unsere Meinung ändern. Werdet sie wieder los, sobald sie gelandet ist. Einige der Truppen wollen hören, was sie zu sagen hat. Sie sind sich nicht sicher, dass die Allianz standhalten kann. Es gibt Gerüchte über den Kommandanten. Erinnert sie daran, wem ihre Loyalität gilt. Haltet Saresh hin. Wir sind unterwegs. Minister Lohrmann hat uns davor gewarnt, dass ihr euch davonschleichen würdet. Tja. Diese Kreatur, die kennen wir ja schon. Die Athena da gerade ausgemacht hat. So. Bonus. Scanne und beschaffe Relikte. Irgendwie habe ich das nie geschafft. Wir gucken mal hier nach... Falle. Haben wir sonst noch hier was im Bast? Nee. Stopp. Plattenwände ist sicher, wenn wir sie einmal gesehen haben. Ich war der Meinung, da oben wäre auch noch was gewesen, oder? Ich glaube, das war's. Meinen Zorn.
Hey! Kümmern wir uns jetzt mal um den. Um den Gold, ich geht schnell weg jetzt. So. Den haben wir schon mal. Da hinten. So. Das erinnert mich an meine ersten Prüfungen als Schülerin. Die Gräber auf Korriban von Ungeziefer befreien. Hört sich an, als würdet ihr diese Zeiten vermissen. Es waren einfachere Zeiten, aber ich trauere der Vergangenheit nicht hinterher. Ich sehe für uns beide eine ruhmreiche Zukunft voraus.